Hey, ich war nach dem Spiel natürlich emotional, habe ich auch schon gesagt. Es war natürlich auch ein trauriger Moment, gerade weil wir das Spiel ja gewonnen hatten, aber so passiv, an diesem Tag zumindest passiv verloren haben, ausgeschieden sind. Schon da gehofft hatten, dass die Spanier vielleicht nicht verlieren. Und ja, während der Zeit jetzt nach dem Ausscheiden habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und auch mit Hansi war ich im guten Austausch. Solange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen der Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde. Das ist für mich auf jeden Fall völlig klar. Das Wann, das Ob und das Wie, das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Dass wir es grundsätzlich unabhängig von den Personalien als gemeinsame Fußballnation schaffen müssen und schaffen wollen, wieder erfolgreichen deutschen Herrenfußball zu spielen. Die Frauen, die haben das ja im Sommer deutlich besser gemacht. Das ist das Ziel, deswegen geht es da weniger um einzelne Personalien. Dass wir gerade im Offensivbereich sehr, sehr viele Optionen haben, dass Hansi da auch sehr viele sehr gute junge Spieler zur Verfügung hat, ist völlig klar. Dementsprechend werden wir sehen, wie es da in den nächsten Monaten weitergeht. Ich bin da sehr entspannt, aber absolut zur Stelle, ja, für mich der Trainer braucht.